Los. Vielen Dank für die Nominierung an Sven Klavunder von Flying Media für die ALS Ice Bucket Challenge. Der wird ja hingewiesen auf diese Nervenkrankheit, auf die Amyotrophilateral Sklerose. So, mein Name ist Christian Sass, ich bin der Teamleader von News on Tour. Ich akzeptiere die ALS Challenge. Ich nominiere nicht drei Leute, sondern ich nominiere gleich 12 Leute. Die glorreichen 12 sind das von mir. Wir fangen an mit dem Finanzchef der Firma Schwalbe, Europas größten Fahrradhersteller, dem Andreas Grote, der auch gleichzeitig unser Vereinsvorsitzender von TTC Schwalbeberg Deutschland ist. Weiter geht's mit meinen beiden Kölner Anwälten, mit dem Stefan Stiletto und dem Jörg Schaller, dann mit dem Schwalbe-Berater von mir, Lars Kohl, dem Bürgermeister der Stadt Berg-Neustadt, Wilfried Holberg, mein Freund, dem Seat Hassan Efendic, dem Rekord-Tampa-Trainer. Dann mit unserem Kameramann, dem Markus Räuber. Du machst es auch. Du hast gesagt, du wolltest es nicht machen, aber du machst es recht. Dann nominiere ich noch das ganze Schwalbe Bundesliga Tischtennis-Team, bestehend aus Benedikt Duda, Steffen Mendel, Gustavo Zuboy und Freie Kuic. Und natürlich die beste Nagelherrin Nordrhein-Westfalen, die Chefin von der Firma Fashionel, Stephanie Sasse. Ihr habt 22 Stunden Zeit, ein Video zu erstellen und es auf Facebook zu posten. Wenn ihr es macht, könnt ihr 5 bis 10 Dollar spenden an die alsa.org. Einfach auf Donate klicken. Falls ihr kein Facebook habt, gibt es keine Ausrede. Ihr habt genug Leute, die Facebook haben, wo ihr das Video hinterher posten könnt. So, Hinweis an die Spieleverderber noch. Wenn ihr es nicht macht, kostet das 100 Dollar. Das sind die Regeln bei ALS. Ihr habt 72 Stunden Zeit, das Video zu erstellen. Wenn ihr es nicht macht, bekomme ich noch eine Flasche Blut. So, das war's. Und, Moment. Niki Krause hat mir noch seine Brille gegeben. Leg los. Langsam, ne? Fuck.